Okay. Ja, jetzt fühlt sich so an, jetzt sind alle da. Okay. Morgen, Namaste. Beim Frühstück gab es ein Thema Schlafen im Satsang. Wenn ihr nicht schnarcht, alles prima. Wenn jemand schnarcht, dann bitte ich den Nachbarn, denjenigen anzustupsen. Es ist einfach nur wegen des Geräuschs. Wenn jemand tief entspannt und in Schlaf fällt oder in Richtung Schlaf, da hört das Nervensystem und das Unterbewusstsein hört sogar besser zu. Nicht genau vor meinem Platz, weil es zieht dann mit in Schlaf. Und ansonsten, ja, das ist willkommen. Bequem sein ist wichtig, gut sitzen, anlehnen oder liegen. Wir müssen nicht die aufrecht sitzen anderthalb Stunden ohne zu muschen. Wenn es könnt, wunderbar. Und wenn nicht, dann bewegt den Körper ein bisschen. Im Älterwerden tue ich das auch. Und nach der Hüftauswechslung sowieso, also ich muss das Bein ab und zu mal drehen. Und die haben wir Hardcore-Meditator hier, so richtig jahrelang gar nicht. Okay, gut, da muss ich die jetzt nicht erlösen. Also man darf sich hier bewegen und auch zur Toilette gehen. Vielleicht gibt es sogar einen kleinen Break nach einer Weile. So. Ist jemand zum allerersten Mal in einem Satsang? Herzlich willkommen. Und ich sage es dann jedes Mal, ich wiederhole mich oft, ich wiederhole mich seit 20 Jahren eigentlich andauernd. Nicht zu wissen, wie das geht und als Anfänger da zu sitzen, ist die beste Voraussetzung für Befreiung, für Entspannung, für inneres Friedlichsein, weil es nicht möglich ist, zu wissen, wie was geht. Und das ist eine große Erlösung. Wenn man Anfänger in diesem Moment, in dieser Situation sein kann, ist immer zutiefst entspannend. Je weniger mentale Vorbelastung da ist, speziell mit spirituellen Ansprüchen, umso leichter und umso einfacher wird's. Weil um was es hier geht,
ist an sich etwas ganz, ganz Einfaches. Das ist so einfach und so nah, dass wir es ständig übersehen, weil wir von klein auf trainiert werden, auf was Kompliziertes und Schwieriges zu schauen. Eigentlich ist es ein Zurück zum natürlichen Sein, wobei Zurück jetzt ein blödes Wort ist. Das hört sich an, als müssten wir rückwärts durch die Zeit, das müssen wir nicht. Die Eingangstür ist genau jetzt hier. Und vor allem auch für alle Nicht-Meditierer oder Ungeschulten, es gibt eine Praxis, die ist direkte Eingangstür ins oft zitierte Hier und Jetzt. Und diese Praxis ist ganz einfach. Die heißt, wie geht's mir gerade jetzt? Kann ich das irgendwo im Körper spüren? Vielleicht spürst du es irgendwo im Körper, vielleicht nicht. Beides ist völlig okay. Und genau mit dem, was jetzt gerade dann hier ist, bist du hier. Lass uns das für ein paar Minuten, das Experiment mal durchführen. Ich lade ein mit geschlossenen Augen. Wenn das jemandem unangenehm ist, musst du es nicht tun. Du musst hier nichts, musst nicht richtig, nicht falsch, kannst nicht falsch machen. Wenn möglich, Augen schließen. Wie geht's mir gerade jetzt? Kann ich das irgendwo im Körper spüren? Genauso wie es ist, ist es jetzt hier. Es muss nichts damit gemacht werden. Es muss auch nicht verstanden werden. Es muss nicht mal einen Namen haben. Die Aufmerksamkeit kommt nach jetzt hier. In das Empfinden, was sich in dir gerade zeigt. Und durch diesen Fokus wirst du gewahr, da sind vielleicht wahrscheinlich Gedanken, die kommen und gehen. Da ist eine Empfindung oder Empfindungen, die sich abwechseln. Dazwischen sind Abstände, Pausen mit nichts. Dann erscheint wieder ein Etwas. Betrachtung der inneren Welt ohne Urteil, ohne Vergleich, ohne Erwartung. Meditation ist, dass wir sehen, dass das, was wahrnimmt, ist gewahr, sieht, was kommt und geht. Ist gewahr, dass Gedanken durchlaufen, kommen und gehen. Ist gewahr, dass Empfindungen da sind, kommen und gehen. Vielleicht kannst du sogar in das schauen, was sieht, oder darunter. Vielleicht ist da jemand, der sagt, ich sehe, das ist in Ordnung. Zunächst mal ist das so. Da ist etwas, das sagt, ich sehe, da sind Gedanken, Empfindungen. Nach und nach wirst du gewahr,
Wer oder was ist das eigentlich, dieses Ich, was da sagt, ich sehe was? Wenn du schaust, schau jetzt mal, kannst du Ich an einem bestimmten Platz im Körper finden? Falls ja, wohnt es da immer oder reist es herum? Ist es vielleicht sogar manchmal außerhalb von dem Hautsack mit den Knochen und den Organen drin? Es ist ganz schwierig zu bestimmen, wo ich überhaupt zu Hause wäre. Und schau, hat es ein Aussehen? Trägt es Kleidung? Hat es eine Farbe? Kann man es überhaupt irgendwie definieren? Es ist reichlich unzuverlässig in seinem Kommen und Gehen, schwer zu definieren, kaum auffindbar, keine klare Gestalt. Und doch sind wir dran gewöhnt, diese Stimme, diese Identität so ernst zu nehmen. Ich sage dann auch, ich sehe, ich sitze jetzt im Satsang und höre was. Wenn das hier ist, willkommen, dann nimmst an der Hand das, was gewahr ist, und bring das alles in die Mitte nach jetzt, in die Mitte dieses Moments. Das, was spricht im Inneren, das, was kommentiert, das, was besser weiß, ist alles eingeladen, genau in die Mitte nach jetzt zu kommen. Ist willkommen hier. Muss nichts tun. Hab einen freien Tag. Nach und nach in einem Moment eines Tages wird sichtbar, dass da keiner ist. Dass ich keine substanzielle, existenzielle Gestalt oder ein Etwas ist. Das ist eine ulkige Information zunächst mal, weil es so sehr präsent ist im Inneren. Und doch ist es wahr. Da ist keine substanzielle, existenzielle Objekt. Beschaffenheit. Wir werden auch nicht damit geboren. Das entwickelt sich in den ersten so 3-4 Jahren, so 2,5-3 Jahren. Wir werden geboren als reine Seinspräsenz, ohne Information, wie die Welt funktioniert. Das müssen wir lernen. Und da gibt es einen Steuermechanismus, der das organisiert. Dieser Steuermechanismus ist, was sich dann als Ich und Du darstellt. Ich bin dieses Ding, du bist jenes Ding. Da ist ein Stuhlding, Blumen, Glas. Wir lernen Begriffe begreifen und in der Objektwelt zu navigieren. Das ist auch notwendig. Das muss so genauso passieren. Also auch der Ich-Mechanismus, der ein psychosomatischer Mechanismus ist, weiter nichts, der ist notwendig,
Hm? Und ist nicht widersprüchlich zu Stille, zu Meditation oder zu Selbstrealisation. Ich ist nicht im Weg. Es wird benötigt für Kommunikation. Ich spreche jetzt zu euch sozusagen. Zu wer immer zuhört. Oder auch nur in den luftleeren Raum. Die Anhaftung mit ich und meine Geschichte, das ist, wo unser ganzes Leiden herkommt. Es hat keine andere Quelle. Ich und meine Geschichte ist eine Anhaftung an angesammelte Informationen, die wir erinnern. Und tatsächlich ist ich auch eine Erinnerung. Jeden Morgen, wenn wir aufwachen, wachen wir zunächst mal ohne all das auf. Es mag nur ein Bruchteil eines kleinen Moments sein, wenn man daran interessiert ist, in diesen Moment länger reinzuschauen, kannst du einfach dir das vornehmen, wenn du abends einschläfst, dass du beim Aufwachen morgens gerne den Moment, wo das körperliche Erwachen passiert, aber ich und meine Geschichte ist noch nicht eingeschaltet, dass du den Moment gerne bewusst mitkriegen möchtest. Wenn man sich das wünscht und sich das abends beim Einschlafen vornimmt, als letztes, bevor du einschläfst, das macht es leichter, morgens bewusst in diesen Bewusstseinsraum aufzuwachen. Und dann kriegst du mit, auf einmal, da ist schon Sehen und Hören, ohne dass irgendwas sagt, ach, Vogelstimmen oder Sonne scheint oder Regen. Noch keine Namensaufkleber vergeben fürs Leben. Und doch sind die Sinne schon da, das körperliche Erwachen passiert und auf einmal sagt was, oh, ich habe einen neuen Termin. Auch nützlich, muss passieren. Ja, um 8 ist Frühstück, um 9:30 ist Satsang. Wir brauchen die Orientierung in der Zeit, um durch dieses Weltenleben zu navigieren. Und da sind alle diese Mechanismen nützlich. Also das Ankleben an dem Inhalt von der alten Geschichte, von der Vergangenheit, die wir erinnern können. Wir erinnern dann auch die Attribute, die wir über uns gelernt haben. Diese ganze Liste, die ist so klein und unvollständig. Wenn du frei bist zu sein, dann bist du so viel mehr als diese kleine Geschichte, die du von dir weißt. Übrigens auch alle sogenannten schlechten Eigenschaften. Also die Befreiung geht nicht in eine Richtung. Man wird dann nicht nur engelgleiches Licht auf Wolke 7, sondern man muss auch alle Abgründe mit beinhalten und umarmen können. Das hat nichts zu tun mit Ausagieren. Blumen und Dornen sein, Nektar und Gift sein. Und da kommen wir an den Punkt, ach so, das ganze duale Spektrum auch sein, ohne dass da jemand ist, der Täter ist oder dem das gehört oder der damit rummachen muss. Als Potenzial ist jeder von uns auch der andere, auch die Umgebung, auch das Universum, da wird es aber zu groß, um sich noch irgendwas vorzustellen. Und wir lernen in Beziehungen miteinander, im Anschauen, im einander zuhören, lernen wir unser ganzes eigenes Spektrum kennen.
kurzem hat jemand gefragt, im Zoom, glaube ich, ist es wahr, dass jeder andere immer ein Spiegel ist? Ja. Stimmt. Auch wenn dieser andere Eigenschaften darstellt, die du überhaupt nicht haben willst und gar nicht sein willst. Es ist alles unser Sein. Und wenn das nicht schon klar wäre in eurem Innern, dann würdet ihr hier nicht sitzen. Ihr würdet zu sowas gar nicht hingehen. Was schon klar ist in eurem Innern, ist auch ein tiefes Wissen, dass du Buddha-Natur bist. Die Angezogenheit, zu sowas wie Satsang hinzugehen und solchen Worten zu lauschen, die ja für normale Ohren kaum irgendwie viel Sinn machen, die Angezogenheit kann nur geschehen, weil in deinem Innern etwas weiß. Ja, ich bin auch Buddha-Natur, ich bin Göttlichkeit, ich bin nicht nur diese Geschichte von mir, die voll ist mit irgendwelchen Sachen, die ich nicht haben will. Was ich bisher gesprochen habe, das ist sozusagen, kann man sagen, aus einer spirituellen Sicht. Ich kann ja nur aus einer Sicht auf einmal sprechen. Und ja, sich zu verabschieden von dem Ankleben an ich und meine Geschichte, bereit zu sein, das aufzugeben, ohne zu wissen, wie das geht. Du musst noch nicht mal wissen, wie das geht. Die Bereitschaft ist genug. Das führt in Richtung Befreiung oder was Befreiung genannt wird. Mir ist es so ergangen, dass in dem, ich nenne das einen kleinen Shift, in der kleinen Wendung, die dann passiert ist, da haben sich dann solche Dinge wie psychische Beschädigungen, die spezielle Aufmerksamkeit brauchten, um zu heilen, die haben sich dann erst ganz klar gezeigt. Also ich spreche jetzt von therapeutischen und traumaverbundenen Angelegenheiten. Man kann nicht alles erwachen, löscht das Nervensystem nicht aus. So kann man es am besten sagen. Ja, die Programmierung bleibt die Programmierung, auch wenn dann das nicht mehr durch den Ich und meine Geschichte Besitzerfilter läuft. Das Nervensystem bleibt dasselbe Nervensystem. Und auch wenn ganz viele, kann man so sagen, ganz viele Auslöser keine Power mehr haben auf einmal, dann ist doch nicht durch die Wendung in das sogenannte Erwachen, das ist ja auch schwierig zu definieren, durch diese Wendung wird nicht alles geheilt. Es ist also vor, während und nach Erwachen sind diese Körper-Geist-Apparate und diese Nervensysteme, die sind programmiert, die können Belastungen haben, die bestimmte Applikationen in Form von Therapie zum Beispiel brauchen. Und das vertieft nicht die Wahrheit und verstärkt auch nicht die Erleuchtung, aber es erleichtert den Alltag. Ich habe dann die neuen Methoden, die Erkenntnisse der Neurobiologen in der neuen Traumatherapie, die kamen ja erst so ab 2000, what's it, überhaupt wurde das populär. Ich bin erst 2012 damit in Kontakt gekommen und habe von dem Zeitpunkt an noch einfach für mein Nervensystem Klärung und Erleichterung erfahren. Das hat nichts zu tun. Die Wahrheit hatte sich vorher gezeigt. Es stand dem nicht im Weg. Ja, weil diese Menschnatur
um diesen Körper sich zu kümmern. Wenn er krank ist, kriegt er Pflege und Medizin. Ich spreche darüber, weil ich oft diesen Verwechslungsillusionen begegne. Ja? Und obwohl auch früher schon wir alle gehört haben, welche Gebrechen Oshos Körper alle hatte, und der wunderbare Ramana Maharshi hatte einen Krebs. Trotzdem ist immer wieder sind diese Sachen unterwegs, dass Erwachen irgendwie so circa alles erledigen würde und dann ist der Körper in Ordnung und die Psyche hat keine Datschen mehr. Gerade das, was zum Beispiel Entwicklungstraumastörung genannt wird oder Entwicklungstrauma an sich, das sind Stellen in der Psyche, die nicht von Meditation und nicht von spiritueller Therapie und nicht von Satsang-Worten erreicht werden können, weil die nicht diese Art Sprache sprechen. Welche Sprache das spricht und wie man es erreichen kann, das war zu meiner Zeit mit der spirituellen Therapie, da gab es das noch gar nicht, weil jetzt ist es inzwischen entdeckt. Es ist also kein Widerspruch, wenn man in Satsang, in Gemeinschaft mit Wahrheit auch therapeutisch unterwegs ist und die Gezieltheit, die das möglich macht, wenn nicht der ganze Salat von der Geschichte dauernd noch mit im Weg steht, das ist hilfreich. Das heißt, wenn du einen Zugang hast zu Stille, hilft dir das mit deinen Herausforderungen aus dem Nervensystem, mit deinen Schwierigkeiten umzugehen. Ja, das ist beides. Und mein erster großer Lehrer und Meister, der Osho, der hat ja quasi das Prinzip eingeführt für den westlichen Mind, also für uns, die nicht Inder oder Asiaten waren, gesagt, meine Güte, ihr seid alle so crazy, ihr könnt euch gar nicht einfach hinsetzen und meditieren, ihr werdet alle verrückt. Ja, wir müssen ein bisschen Therapie machen, wir müssen aufräumen, wir müssen erstmal das Haus putzen, um das vorzubereiten, dass Stille Platz nehmen kann. Also ich bin in diesem Klima auch aufgewachsen, dass man Therapie hat und Satsang, Darshan, wie immer es genannt wurde. Ja, die Berieselung von oben, das ist das Alpha-Prinzip. Solche Sachen wie Reiki, Energieübertragungen, beim Meistersitzen in Darshan, in der Energiebaden. Das ist ein Alpha-Prinzip und das Omega, was von unten aus dem Keller kommt, das ist von unten nach oben mit den ganzen Sachen arbeiten. Und es trifft sich natürlich auch. Okay. So, Deva, you look like you got quite a lot here. Certainly the Alpha and the Omega. Yeah, and I talked about Satsang and the therapeutic and the Traumatherapie aspects of it. Okay. Ja, das war jetzt eure morgendliche Einführung. Das ist, was ich am Anfang sage, das entsteht durch die Versammlung, die gerade da ist. Ich habe also keine Intention, ich habe kein Konzept, wenn ich reinkomme. Ich wundere mich eigentlich selber. Ich weiß, ich bin das Ding, was dann was sagen soll. Das habe ich verstanden. Ich wundere mich jetzt oft selber über die Themen. Das ist so, wie ich höre auch zu, aber es ist kein Channeling. Sage ich auch gern dazu, das ist was anderes. Und ihr seid eingeladen zu fragen, mitzuteilen, zu berichten. Es
könnt ihr jetzt gerne machen. Es muss nicht zu dem passen, was ich gesagt habe. Es muss auch nichts Spirituelles sein. Magst du mir deinen Namen sagen? Anton. Anton, hallo Anton. Hallo Anton. Ich verstehe ganz gut, was du sagst, denn ich bin vor 6 Jahren in die Mysterienschule von Om eingestiegen, ohne jegliches Wissen darüber, was das ist. Und am Anfang habe ich mich auch ein bisschen verarscht gefühlt, weil ich bin gekommen zu erwachen. Und deine Schule, der Grundzyklus ist ja eigentlich dem nach unten gehen gewidmet, um eben das aufzulösen, was im Wege steht. Und dafür war ich nicht wirklich bereit. Ich bin sehr vertraut mit Ohms Schule. Ah, okay. Wow. Und auf jeden Fall, es war dann auch ein Moment, wo ich aufgehört habe, auch zu Satsangs zu gehen, weil das ist zu viel hochgestiegen und es war kaum noch möglich, überhaupt in diese Energie so zu baden, wie es halt davor möglich war. Und jetzt ist wieder der Drang gekommen und auch eine andere Öffnung und die Sehnsucht, die auch davor da war, die ist jetzt noch stärker, aber auch nicht mehr so zwanghaft geworden. Und deswegen ist meine Frage schließlich das Einzige, was ich will, ist erwachen. Allein das Aussprechen berührt schon ganz tief. Ja. Ja. Da spürst du, dass der Wunsch, wenn der Wunsch wahrhaftig ist und authentisch, du spürst jetzt gerade, wow, das passiert dann, das kann dann passieren, das ist eingeladen. Ne? Und dann, ja. Und es ist wichtig für sich auch das Gleichmaß zu finden vom Rumbuddeln und Ausgraben. Ja. Enneagramm hast du ja dann wahrscheinlich auch gemacht mit Ohm. Und es ist alles interessant und wunderbar, aber auch das Gleichgewicht zu behalten mit, wie kann das integrieren, wie ist es verkraftbar. Und mal eine Weile dann keine Satsangs ist auch gut. Und im Grunde, in Wahrheit, brauchst du nichts davon. Ja, weil keine Methode, kein Werkzeug, das provozieren kann, es kann auch nicht verhindert werden, weil du es schon bist. Es gibt keinen Weg zurückzulegen, weder in der Zeit noch in irgendeinem Raum, auch nicht im Bewusstseinsraum. Es gibt keinen Abstand zwischen dir und deinem Erwachen. Deswegen können wir es nicht provozieren und wir können es auch nicht verhindern. Es ist jetzt hier. Und indem du den Wunsch authentisch, wahrhaftig aussprichst, dann flutet das durch dein ganzes System. Du merkst, wow, ja. Ja. Bleib hier. Sei der Wahrheit treu, jetzt hier. Und wenn du siehst, weißt du, jetzt war ich gerade wieder da und dort. Indem du siehst, kommst du schon wieder nach hier. Das wird passieren in diesem Leben.
schau nach, gibt's was, was du nicht hergeben willst? Kann verschiedene Mechanismen, verschiedene Prozesse bezeugen, dass etwas will verkrampfen, verkrampft etwas. Aber ich kann nicht wirklich sehen, dass da etwas noch so daran festhalten okay. möchte. Mhm. Ist hilfreich. Ja, wenn es kein bestimmtes Etwas mehr gibt, was du nicht hergeben willst. Das, für den einen ist es mein Wissen, meine Weisheit. Für mich war es Beziehung. Ich wollte Beziehung nicht aufgeben. Ja? Noch nicht einmal Sex. Ich hatte gar nicht so eine Angst, obwohl ich das gehört hatte. Nach dem Erwachen könnte man keinen Sex mehr haben oder was immer die Storys sind. Ne? Das war noch nicht mal so interessant, aber Beziehung. Ja, und in der Ehrlichkeit auch das zu sehen, ah ja, ich will Beziehung nicht aufgeben, so, ja. Deswegen habe ich gefragt, das ist, jeder hat irgend so einen letzten Lieblingsbaustein. Ja, ja wisst, mein das, Wissen, das mein Mentale Weisheit, bei mir. Das Mentale, das Denken, das Wissen. Das Wissen, aber das ganz ehrlich. Oh, cool. Wenn du dein Wissen hergegeben hast und deine Beziehungen und dein, was immer sonst noch die Story ist, dann guckt die Wahrheit dich an und sagt, ja, und jetzt, was ist mit deinem Leben? Diese gottverdammte Form. Und jetzt muss ich gerade für alle einschieben, ich habe jetzt nicht angekündigt, dass man stirbt, wenn man erwacht. Es kann passieren, aber nicht. Ja? Okay, nur Missverständnis, Vermeidung. Es ist einfach nur eine tiefe Berührung und Bereitschaft. Alles zu Füßen zu legen, der Wahrheit. Ja. Das Leben ist oder sonst. Vielleicht irre ich mich, vielleicht sehe ich da was nicht, aber es ist einfach nee, so. Nee. Ah, gut, wunderbar, der Teil ist auch eingeladen nachher. Der Zweifler, da ist er. Und alle, die den Weg gegangen sind, die... Hier ist schon so eine Kreisversammlung von Buddhas mit Trommeln und Stampfen, die machen sich schon fertig für die Party, wenn du reinkommst. Da hast alle Unterstützung vom Universum. Und das Wissen brauchst du dann nicht mehr. Das kannst du gehen lassen. Und immer wieder anfreunden mit all den Anteilen, mit all den Teilen im Innern, die sich reinschieben. So wie gerade der Zweifler. Ah, vielleicht sehe ich da auch was nicht. Ja, da bist du, da ist wieder Geschichte. Und das kannst du nicht verhindern. Hm? Der tiefe, authentische Wunsch, den du trägst, frei zu sein, der verhindert nicht, dass der Mind oder das Unterbewusstsein, die machen ihr Ding. Ja, entsprechender Programmierung. Ich merke, ich gucke so in
deine Augen, es ist eine Form von so eine große Stille einfach. Mhm. Und dann kommt so ein Punkt, wo die Augen sich ein bisschen mehr fokussieren und es wird versucht, dieses Erwachen irgendwie zu schnappen und ja, das ein Eimer voll. Aber das ist es halt. Ich kann es ja nicht rüberschmeißen, wenn das ginge. Ja, da hätten wir ja schon lange erwachte Weltbevölkerung. Aber ja. Das ist doch auch eine Form von Hindernis, was dann auftritt, das schnappen zu wollen in diese Stille. Wenn du das urteilst als Hindernis, nimm einfach wahr, da ist ein Greifen wollen, das erscheint in deinem Gewahrsein ohne Urteil, ohne Vergleich, ohne Erwartung. Weißt du, da ist noch ein Bastler im Hintergrund, der will dich zurecht basteln für Erwachen. Ja, es ist Angewohnheit. Es ist eine Art von Kontrolle. Ja, das scharfe Beobachten, das scharfe innere Beobachten und das alles sehen. Ja, das ist nützlich, wenn man mit anderen therapeutisch arbeitet, dass man die abholen kann in ihren eigenen Tricks, wo sie sich selber was vormachen. Aber wenn es reinkommt, gib dem Raum. Da ist was, das will da jetzt, ja, kopfüber reintauchen und da irgendwas abholen. Und es geht nicht. Du siehst es. Kannst es nicht verhindern, da läuft nichts verkehrt. Ja? Ich bin damals auf die Ranch nach Oregon geflogen. Und der Dollar stand bei 3,60 Mark, also das war irre teuer, das zu machen. Ich hatte kaum Geld, ich habe es irgendwie zusammengekriegt. Und das Einzige, was ich wollte, war Osho, damals noch Bhagwan, in die Augen zu gucken, weil da so viele Leute hatten so viel darüber geredet. Und das war relativ unwahrscheinlich, weil da wurden so 30.000, 40.000 Leute erwartet zum Festival und das Einzige, was er machte, war mit dem Auto an der langen, langen, langen Menschenschlange entlang fahren und ein bisschen winken, so ein bisschen wie der Papst, so im Osho-Mobil. Und da war Musik und Tanzen am Straßenrand. Und der Wagen kam näher und ich dachte, ach, was ein Scheiß, der hat eine Sonnenbrille auf. Riesensonnenbrille. Und als der Wagen bei mir war, da stoppte der Wagen, Osho macht das Fenster runter, nimmt die Brille ab. So, ich bin da reingefallen in seine Augen. Alles ist psychedelisch verschwommen, verschmolzen. Und als ich wieder zu mir kam, hockte ich auf dem heißen Sandboden und der Wagen war ganz weit da drüben irgendwo und der fuhr nur Schritttempo. Ne? Also so. Und in dem Moment war, der erste Gedanke war, erwarte niemals, dass das nochmal passiert. Und das war seine Energie, das ist nicht deine. Das ist einfach nur ein tolles Erlebnis. Und es spiegelt dir was. Und das, was es spiegelt, das, was da drin jetzt gerade auch in den Tränen, im Herzen ganz tief berührt, da ist deine Orientierung. Dem sei treu. Egal, was der Mind macht. Ja, du bist gewahr, was der Mind macht, lassen machen. Der beruhigt sich, der Mind. Der ist wie so ein Ball, den hat einer angetitscht und dann tuppt er vor sich hin und dann titscht er immer weniger und dann rollt er noch so ein bisschen und dann ist Ruhe. Und dann ist eine ganze Weile Ruhe und auf einmal nach Wochen, Monaten oder Jahren
macht er plötzlich wieder irgendwas völlig Verblödetes. Sagt irgendwas Unerhebliches. Ist nicht wichtig. Viel Glück, Anton. Dankeschön. Bist du noch beim Oben in der strengen Schule? Ja. In einer Woche ist der letzte Block vom Grundzyklus. Okay. Es ist ein guter Lehrer und eine harte Disziplinschule. Ich habe mal vor vielen Jahren nicht mit ihm übereingestimmt, dass in 9/11, als die Türme fielen in New York, dass da niemand gestorben sei. Da habe ich dann mich dazu geäußert, dass ich da anderer Meinung sei. Obwohl das aus rein objektiver Wahrheitssicht stimmt, dass es ist nie was passiert. Ja, die reine Sicht. Ich weiß nicht, ob er das noch so lehren würde. Damals hörte ich das von ihm. Da ist niemand gestorben. Und wir sahen die Bodies aus den Türmen fallen. Ich kannte sogar Leute, die da Angehörige gerade verloren. Auch immer dieses, das einfache Menschsein reinbringen, mitbeachten. Okay. Ich irgendwas sagen? Du, ich weiß zwar nicht, wie ich anfangen soll oder kann, aber ich gehe schon jahrelang eigentlich zum Satz sagen. Eigentlich verstehe ich nichts. Aber ich spüre immer, hatte immer irgendwas Beruhigendes für mich. Ich wusste irgendwie, da ist was, was ich nicht beschreiben kann. Ich verstehe nichts, aber hat mich immer hingezogen. Ich war viele Jahre mit Nabala zum Beispiel. Ich habe sie nicht getroffen, aber ich habe einen Eindruck von Nabala. Und da habe ich das erste Mal gelernt, so als Mensch, hey, ich bin in Ordnung, so wie ich bin. Ne? Wo alles so sein darf. Alles. Ja. So diese Menschlichkeiten okay sind, wie man ist. Und es hat mich sehr berührt. Ja. Dem Satsang immer. Und ja. Es zog sich irgendwie durch mein ganzes Leben der Minderwert. So Minderwertigkeitsgefühle. So, dass ich oft so Suggestionen erfahren habe von außen. Ich bin halt nicht in Ordnung, ich mache immer alles falsch und was halt so dazugehört. Ich habe das halt immer geglaubt. Ich habe das halt immer geglaubt, was ich so mein Leben lang suggestiert bekommen habe. Und es ist halt sehr schmerzhaft gewesen immer. Und das ist nicht wahr. Ja. Genau. Ich merke immer mehr, es ist nicht wahr und ich versuche das zu prüfen für mich, nicht alles zu glauben, was mir gesagt wurde, nicht alles zu glauben, was ich selbst glaubte, was in mir... am besten gar nichts. Und frisch neu entdecken, der Anfänger in diesem Moment.
Und dafür hat mir Satsang oft geholfen. Ja. Ich wollte immer die Wahrheit wissen. Stimmt das, was anders ist? Stimmt das, was da... Ich habe mich immer mit mir da auseinandergesetzt. Aber ich war nicht immer ehrlich. Am Anfang nicht. Oh, ich und wie toll das ist das, das zu erkennen. Ich habe es nicht gekonnt. Ja. Aus Angst. Ja, da muss auch jeder durch den Selbstbetrug in der Selbsterforschung. Weil der kommt zwangsläufig, weil die Vermeidung von der Auslöschung und die Vermeidung vom wirklich der Wahrheit ins Gesicht gucken, das ist wie eine Automatik mit eingebaut. Und dann macht man sich was vor. In der Erforschung, die man so freudig und enthusiastisch angestimmt hat. Das gehört alles mit dazu. Und wenn du schon beschenkt bist, dass dieser Selbstverfolgungsterror von ich bin falsch, ich muss anders sein, zu erkennen, dass das Lüge ist, das ist ein Riesengeschenk. Ja gut, währenddessen das hochkommt, empfinde ich das natürlich nicht so, ja. Nö. Das ist sehr, sehr real und sehr schmerzhaft und traurig. Das ist das Kostüm. Und der Satsang hilft mir damit zu sein. Und ich weiß immer noch nicht, was Satsang ist und habe von Tuten und Blasen keine Ahnung, aber ich setze mich einfach mit mir auseinander. Dafür ist Satsang für mich gut. Gut, wunderbar. So ein bisschen wie des Kaisers neue Kleider, sowas mehr machen. Und trotzdem ist da ein Teil, der fühlt sich angezogen und will es schon wissen, was ist das noch. Aber ich kann es ja nicht. Ja. Genau, und diese Anziehung, die hast du nicht gemacht, die passiert, die ist einfach da. Ne? Mhm. Da hast du dann auch keine Wahl. Die eine Wahl, die du hast, ist, sobald du gewahr wirst, oh Moment mal, mir geht's heute wieder so elend, weil ich dran glaube, bla 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 bla. Da hast du eine Wahl, jetzt hier zu sein oder im Mind. Die Wahl gibt's. Das ist Satsang, in Gemeinschaft mit Wahrheit sein, ist immer jetzt hier. Das ist nie irgendwo anders. Auch nicht, wenn die Erklärgeschichten stimmen. Ja, es ist nur jetzt hier. Gestern war so ein Moment, da habe ich gesehen, dass ich Angst vor dem Herzen habe, weil das ja alles in mir vibrieren lässt, was ich nicht fühlen mag. Ja, ist ja logisch, dass ich das Satsang nicht erfahren kann, wie andere ihn mir beschreiben. Das kann einem Angst machen, wenn man mit der wahrhaftigen Unbegrenztheit der Kapazität des Herzens in Kontakt kommt. Das Herz kann alles nehmen und nimmt alles, weil das Herz kennt kein Nein. Sobald man so einen kleinen Duft bloß wirklich und wahrhaftig vom eigenen Herz dann wahrnimmt, dann, das Herz ist ja eigentlich unser Chef. Wir sind nur trainiert worden, dass der Mind zum Chef gemacht worden ist, weil der lauter ist und schneller. Das Herz hat nur die halbe Frequenz, nur die Hälfte des Tempos. Das ist sogar wissenschaftlich, was ich jetzt gesagt habe. Ja, es ist das halbe Tempo vom Mind. Sobald dich das berührt, sobald das wahrgenommen wird, und da geht's lang für dich. Da geht's für jeden von uns lang. Und es ist zunächst mal Angst machen, in seiner Kapazität so allumfassend zu sein. Und das ist wirklich, wo Transformation herkommt. Und die gucke ich nach der Zeit, können wir machen. Die Atisha-Meditation, ich mache es auch online öfter. Der Typ, der einfach vor how many thousand years, Atisha? 1200 years, hat er gesagt,
ganz entgegen der landläufigen Vorstellung, man müsste sich alles Gute einverleiben und alles Schlechte und Blöde und Doofe rausschmeißen aus dem System. Atisha war ein tibetischer Meister, der hat diese Alchemie des Herzens in eine Übungsform gebracht, die da lautet, du nimmst alles in dein Herz rein, denn das Herz hat nur eine Energie zu verströmen und das ist Liebe. Und das ist Liebe sogar ohne Liebesgeschichte, ohne Liebesobjekt, es ist Liebe selbst. Und alles, was ins Herz reinkommt, egal was es ist, das ist die Alchemie, die auch Blei in Gold verwandelt. Da passiert echte Alchemie im Herzen. Egal, was man da reingibt, du verströmst Liebe. Und zwar mit dem Ausatmen, mit dem in dem Hiersein. Also ist Liebe nicht die Gefahr. Liebe, es sieht aus wie eine Gefahr, weil es eine ist für den Mind, weil es den wegnimmt und das Ich und meine Geschichte wegnimmt. Ja? Ja, war, glaube ich, irgendwie so ein Irrtum in mir. Ich bin aus Angst. Liebe ist die Gefahr und weil das ja dann alles zum Vibrieren bringt. Ja. Okay. Ja. Aber die Liebe will es zum Vibrieren bringen, damit es sich lösen kann. Machen wir noch mal eine kleine Erfahrung davon. Jetzt. Lass uns die Atisha Herzmeditation zusammen machen. Und ich leite es an, wenn du in deinen eigenen Rhythmus findest, dann musst du nicht unbedingt mit meiner Stimme dann mitgehen. Wer kennt die Meditation? Dies kennen, ihr wisst das schon, das dehnt sich aus, es fängt mit einem selber an und dann nimmt man alles Leiden, alles Ungemach auch von anderen dazu. Und ganz wichtig ist, jeder macht es in seiner Kapazität und in seinem Gutfühlen damit. Du kannst auch die ganze Zeit nur bei dir bleiben, du kannst dich ausdehnen, so wie ich spreche. Wenn das Ausdehnen sich natürlich einfach und wohlig anfühlt. Ist das überall angekommen? Und es ist ganz, ganz simpel. Und bitte die Augen schließen möglichst. Die Füße auf dem Boden spüren oder die Sitzknochen auf der Sitzunterlage. Den Körper bequem hinsetzen. Und vielleicht die Schultern ein bisschen ausrollen, den Nacken, wir sitzen schon eine Weile. Wir gähnen als erstes dreimal hintereinander. Und ein zweites Mal gähnen. Und die Gelenke mitgähnen lassen, noch einmal gähnen. Und mit dem nächsten Ausatmen bringen wir die Aufmerksamkeit in den Brustraum, in den Raum ums Herz herum, zum Herz und in den Herzensraum. Aufmerksamkeit in den Herzensraum und Aufmerksamkeit im Atmen. Du atmest ein und beim Ausatmen stell dir vor, die Nase ist in der Mitte vom Herzensraum. Du atmest aus durch deinen Herzensraum. Stell dir vor, das Ausatmen geschieht durch Nase und Mund, wenn du den Mund dir auch da vorstellen willst, je nachdem, wie es für dich passt. Einatmen, Aufmerksamkeit ist mit dem Herzen und dem Herzensraum und ausatmen durch den Herzensraum.
In dem Herzensraum ist immer Platz. Vielleicht sieht er undefinierbar aus, vielleicht sogar dunkel. Der Herzensraum kennt keine Grenze. Das Herzbewusstsein kennt kein Nein. Es ist alles und nimmt alles an, wie es ist. Aus diesem Grund ist diese Alchemie möglich. Wir können selbst unser eigenes Leiden und auch das Leiden anderer, was im Grunde auch unseres ist, wir können das selbst durch den eigenen Herzensraum transformieren, in Liebe umwandeln. Und damit beginnen wir jetzt. Such dir ein Thema aus, was in deinem Leben dir gerade schwer vorkommt, was dich leiden macht, was du nicht haben willst, wo du nicht mit Freund sein kannst. Beginn mit dem einen Thema und atme das rein in dein eigenes Herz. Einatmen ins Herz, dein Leidensthema, dein Ungemach. Und im Ausatmen durch den Herzensraum verströmt Liebe sich selbst, unbegrenzt. Das Leiden, das Ungemach einatmen und durch den Herzensraum verströmt sich Liebe in deinem Ausatmen von selbst. Dein Leiden, deine Zipperlein, deine Schmerzen, dein, was dich stört, einatmen in deinen Herzensraum. Und von allein verströmt das Herz im Ausatmen Liebe, grenzenlos, bedingungslos. Und wenn dir ein nächstes Thema von dir einfällt, dann nimmst du es mit dazu. Einatmen in dein Herz. Und Liebe verströmt von selbst im Ausatmen. All die Dinge, die dich beschweren, nimm sie rein in dein eigenes Herz. Im Ausatmen verströmt Liebe unbegrenzt in den Raum, unbegrenzt, bedingungslos. Und du kannst weitermachen mit deinen eigenen Themen. Wenn du bereit bist, dann nimmst du einfach das Leiden der Menschen, die du liebst, mit dazu. Lädst das mit ein in deinen Herzensraum. Nimmst das mit rein beim Einatmen. Da ist jetzt noch mehr Futter fürs Herz zum Umwandeln in Liebe. Die verströmt von selbst in deinem Ausatmen. Du kannst das Leiden von dir und von deinen Nächsten
von deinem Partner, Partnerin, von deinen Familienmitgliedern, von deinen Freunden mit reinnehmen in dein Herz und von allein verströmt es unbegrenzt bedingungslose Liebe nach außen. Du kannst nur mit deinen Themen fortfahren und wenn du dich bereit fühlst, dich auszudehnen für alle Freunde, die jetzt gerade hier an diesem Platz sind. Das Leiden, das Ungemach, das, was im Weg steht vom Glücklichsein, nimmst du rein in dein Herz, lädst es ein im Einatmen. Und im Ausatmen verströmt bedingungslose Liebe in grenzenlosen Bewusstseinsraum. Für alle Freunde, alle Mitarbeiter des Hauses, alle, die jetzt hier an diesem Platz sind, for the friends and the people who work in this house, for everybody in this place right now, nehmen wir das ins Herz rein. Alles, was dich und die Freunde leiden macht, begrenzt, beschränkt, du kannst das in dein Herz nehmen. Es ist groß genug, dein Herz. Es wandelt um in Liebe, die ausströmt in deinem Ausatmen. Und schau, ist diese Ausdehnung für alle Freunde an diesem Platz, wie fühlt sich's an? Vielleicht kannst du noch weiter ausdehnen. Und wir nehmen dieses Land hinzu, in dem wir sind. Es ist möglich, du kannst all das Leiden dieses Landes, alle, die hier sind, ins eigene Herz reinnehmen, im Einatmen. Und von allein strömt Liebe aus. Durch dein Ausatmen. Fahre fort mit dieser Einladung in dein eigenes Herz. In dem Ausmaß, wie es für dich heute Morgen passt. Leiden und Ungemach hineinnehmen. Liebe ausatmen. Liebe atmet sich aus. Alles passt in dein Herz. Alles, was hindert, frei und glücklich zu sein, für alle Menschen. Es passt ins Herz. Es wandelt sich dort um, in Liebe, die von selbst verströmt in unbegrenzten Bewusstseinsraum, die sich teilt. Ohne ein Liebesobjekt, ohne eine Liebesgeschichte. Einatmen, das Leiden einatmen. Liebe verströmen im Ausatmen. Und wenn du dich
noch weiter ausdehnen magst und kannst, dann für diesen Kontinent, für Europa, Leid, Missgunst, Unfrieden, alles Ungemach, es ist möglich, das in dein Herz einzunehmen beim Einatmen. Und im Ausatmen ist es umgewandelt in Liebesenergie. Und wenn die Ausdehnung zu groß erscheint, dann bleibst du genau in der Ausdehnung, die für dich passt. Und vielleicht auch nur bei dir immer noch, nach wie vor. Im Grunde ist es das Gleiche. Dein Leiden einatmen, Liebe verströmen im Ausatmen. Das Ungemach aller auf diesem Kontinent einatmen. Die Alchemie passiert im Herzen und Liebe verströmt im Ausatmen. Fahre noch ein Weilchen fort auf deine Weise. Lausche. Lausche und spür. Ohne etwas, ohne Objekt. Dieses Verströmen. Wenn ihr mögt, dann schaut mal gerade eurem Nachbar in die Augen, so wer gerade so in der Nähe sitzt.
bekomme manchmal Post, da wird gefragt, ob man nicht seinem Herzen schaden würde, wenn man da das Leiden und das Ungemach reinlegt. Nein, man schadet seinem Herzen nicht. Das physische Herz und auch das spirituelle Herz wird dadurch keinen Schaden nehmen. Das ist wie eine moderne, es gibt doch diese Anlagen jetzt, wo man Müll reinschmeißt und da kommt auf der anderen Seite was Tolles raus, ja? Diese, die neuen Umwandlungsanlagen. Die Alchemie des Herzens ist ein bisschen so ähnlich. Also da besteht keine Gefahr. Fand das jemand meldet euch? Fand das jemand ein bisschen komisch, mein Leiden ins Herz reinzunehmen? Das Leiden ins Herz zu nehmen? Geht, ne? Ist ein bisschen komisch. Also ich fand es echt krass, wie das generell funktioniert. Dann, es war auch krass, wenn beim Ausatmen die Liebe fließt, was dann für Bilder von der Liebe kommen, weil ist etwas damit immer verbunden, aber das konnte er auch durchziehen. Mhm. Und am Ende habe ich echt nur gedacht, das ist zwar richtig cool, diese Maschine da, ist wirklich genial, aber ich habe mich dann nur gefragt, aber kann ich denn diese Müllverbrennungsmaschine sein? Ja, offensichtlich, ne? Das ist so einfach. Das ist auch eine von diesen unsagbaren Einfachheiten. Atishas Herzmeditation. Und wenn man ein bisschen buddelt und tiefer guckt, dann sind einige von den hochmodernen Techniken, die jetzt Neurobiologen haben gefunden, die Hirnforscher finden, alle finden sie was, das Prinzip von IFS, was ich toll finde, mein Mann auch, wir studieren das jetzt noch in der Family System, das Prinzip, ohne dass der Typ je was von Atisha, der war völlig unspirituell, ja, wissenschaftlicher Familientherapeut von der Uni in Amerika, das Prinzip ruht in diesem Prinzip oder auch andere Methoden, ja, das, man guckt, wo ruht es denn eigentlich drin? Das Befreunden von den inneren Dämonen, das ist das gleiche Prinzip. Der Atisha hat da was angestiftet, das hat ganz viele Ausdrucksformen gefunden, weil das machen wir ja auch, die inneren Monster kennenlernen, die Schatten erkennen lernen. Und wir nennen das immer akzeptieren, das ist was der Mind tun will. Wenn wir es ins Herz nehmen, das ist einfach. Und da hat es den ganzen Raum, der möglich ist. Und das ist, was es braucht, um im Jetzt in Stille zu fallen, im Jetzt ins Sein zu fallen. Das ist, was Liebe ist. Ist im Jetzt in Stille ins Sein fallen und sich dann teilen. Ohne irgendeine Agenda, ohne irgendeine Absicht, Ziel. Und so weiter. Also, wenn das euch gefallen hat, ich habe mehrmals, ich nehme das immer auf, wenn ich es im Zoom mache, manche Aufnahmen haben Musik dahinter, es kommt nicht so gut in YouTube, in der Zoom-Recording, aber es gibt mehrmals das auf Deutsch in meinem YouTube-Kanal, die Atisha Herzmeditation, und es gibt die sowieso im Netz ganz viel. An sich ist es alles, was man braucht, wenn man den Zugang hat, ja? Und den muss nicht jeder haben. Ist jemand hier, der jetzt damit überhaupt nichts anfangen konnte und denkt, die ticken doch nicht mehr sauber. Ne, das darf sein, ja? Es fühlte sich so an, alle sind in den Raum mit reingefallen. Hm? Ja? Ja. Atisha ist eine Ausnahmeerscheinung insofern, als der hatte drei hochpotente Lehrmeister und die kannten sich gegenseitig und die haben ihn von einem zum anderen geschickt. Der hat
übers Hara, über den Instinkt, übers Herz und über den Kopf, der hat von allen die mega super beste von erleuchteten Meistern Ausbildung gehabt. Und dann haben sie ihn losgeschickt nach Tibet. Und dann hat er da sein eigenes angefangen. Wer nochmal? Ha? Wer nochmal? Atisha heißt er. Ah. Ist auf meiner Website, ist es auf der Startseite, es sind unten so ein paar kleine Bildchen und da ist auch Atishas Herzmeditation ist gleich mit dabei. Ja. Es gibt so ein paar Werkzeuge, wenn man die im Köfferchen hat und anwendet, sind schon super hilfreich und weniger komplex als, ja, bis man das Enneagramm erstmal gelernt hat. Ich habe es mit dem Eli studiert. Mhm. Ja, 2002 auch erst mit Eli und Gangaji und dann nach 10 Jahren hatte ich es dann mal drauf irgendwie, ja. Mhm. Und Atishas Herzmeditation, das könnt ihr jetzt mitnehmen. Ja, und wenn ihr jetzt vergesst, warte mal, wie fing das an, dann könnt ihr noch mal reinhören. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Zurück in die Zeitlinie nach Schlegelsberg. Heute Nachmittag habe ich noch einen Satsang in der Spätschicht. In der Late Shift ist Afternoon. Late Shift in der, ja, die spätere Zeit und unten in der Stube. Nächstes Wochenende bin ich in Aschaffenburg mit Satsang und einem halben Tag Tibetan-Palsing-Heilungsevent. Und die Shamo ist die Raumgeberin, die könntet ihr fragen, wenn ihr da irgendwas noch wissen möchtet. Das ist kein Seminarhaus, da muss man sich selber unterbringen, wenn man von weiter her kommt. Das ist der Punkt dabei. Und das nächste Interessante hier für hier und oder Deutschland ist dann wahrscheinlich das Retreat am Ostern. Ist das im Haus Ebersberg bei Kassel. Wir haben Flyer da hinten irgendwo liegen, ja? Ja. Gut. Da gibt es Flyer und da gibt es auch die Beitragsschale. Ich bitte um Beitrag und danke euch dafür. Steht da drüben auf dem Tisch. Alle gut soweit für jetzt? Hm? Okay. Danke fürs Filmen. Das will auch mal gesagt sein. In my right ear, it plays, all I can do is dance.